Ein Bier beim Würstelstand und Wien Sightseeing bei Nacht für Rolling Stones Frontman Mick Jagger. Bevor wir dann live zum Konzert schalten, zeigen wir Ihnen, wer den Rock als Star bei seiner Tour erkannt hat und wer nicht. Und wie viele Fans heute vor Jaggers Hotel gewartet haben. Merita Morate und Lisa Veits berichten. Kreischalarm vorm Imperial. Stundenlang haben die Fans der Rolling Stones vor dem Hotel heute ausgeharrt und es hat sich ausgezahlt. Am Weg zum Stadion kurz vor 16 Uhr kommt Mick Jagger dann tatsächlich aus dem Hotel. Relativ jung, oder? Ja, ja, für sein Alter sehr jung. Jung geblieben. Ja, jetzt haben wir schon lange gewartet. Ich glaube 3 Stunden. Das ist einfach, wenn das im Radio läuft oder wo er immer ist, einfach cool. Ich habe ein paar Fotos gemacht und passt. Rock'n'Roll, Rolling Stones. Ich habe ja mich schon einigen unterhalten, die in München waren zum Konzert. Die haben gesagt, die sprühen immer nach so viel Energie. Das ist einzigartig. Wenn man Jagger sieht auf der Bühne, ist unglaublich. Auch in meinem Topspot für Promisichtungen der Bitzinger Würstelstand. Hakan Zarali hat gestern alleine Spätdienst. Er erkennt Mick Jagger. Und er hat dann ein Bier bestellt. Und dann gestern war ein bisschen schlechtes Wetter. Er hat dann einfach sein Bier genommen. Und dann hat er ein paar Fotos gemacht bei der Brunnen. Er ist selbst Musiker, deshalb auch ein besonderer Moment für ihn. Wie soll ich lieber mit ihm Selfie machen? Und halt, ja. Leider, ich habe ihm nicht sowas getan. Halt, ich habe ihm einfach Ruhe gelassen. So, aber für mich war der beste Moment. In Ruhe gelassen haben ihn auch diese beiden. Aber einfach deshalb, weil sie gar nicht erkannt haben, mit wem sie da beim Würstelstand stehen. Der Standard macht Stefan Kürzel und Jochen Kaluzer-Praschl ausfindig. Uns geben sie zum selben Zeitpunkt, als Jagger aus dem Hotel kommt, bei der Hofburg ein Interview. Schon wieder eine Chance verpasst. Jochen hat mich heute in der Früh angerufen und hat gesagt, du, ganz lustig, wir sind berühmt, ich glaube, wir sind berühmt. Und ich habe gesagt, wieso, warum, weshalb? Ich habe gesagt, schau mal auf den Twitter-Account. Dann habe ich nachgeschaut und habe das Foto gesehen. Und ja, dann habe ich gewusst, was Sache ist. Ja. Die beiden Veranstalter sind ins Gespräch vertieft und würden es heute Abend gern nochmal mit Mick Jagger probieren. Mick, wenn du das hörst, wir laden dich zu uns ein. Wir sind am Josefsplatz in der spanischen Hofreitschule. Wir könnten ein Bier gemeinsam trinken. Doch zuerst einmal geht es für den bald 79-Jährigen auf die Bühne, wo er demnächst wohl ähnlich empfangen wird.